Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein italienisches Weihnachtsrezept. Also eigentlich kein italienisches Weihnachtsrezept, aber ein italienisches Rezept. Und bei uns gibt es jetzt zu Weihnachten. Eigentlich gibt es immer zu Weihnachten. Genau, wir machen, oder ich mache besser gesagt Cantuccini. Und zwar ist das ein italienisches Gebäck, was aber das ganze Jahr über gegessen wird. Das wird wie Zwieback zweimal gebacken. Und es kommt aus der italienischen Provinz Prato. Das aus der Nähe von Florenz. Genau. Ja, und es ist wirklich super einfach. Vor allem finde ich es ganz toll, weil es nicht so süß ist. Und es passt halt perfekt zu einem Espresso oder zu einer Tasse Tee. Ich glaube, zum Wein wird es oft gegessen. Genau. Es ist aber ein Hauch, also eine Süße. Also ja, so ein Hauch von Süße. Und ich finde es von der Zuckermenge wirklich ideal. Es ist wirklich nicht so süß, aber gerade so süß. Also wirklich super. Ihr braucht nur ganz wenige Zutaten und man kann es dann individuell verarbeiten und auch variieren. Ich habe jetzt hier einmal die klassische Variante mit Mandeln und mit bisschen Zitronenschalenabrieb. Und dann habe ich noch eine dunkle Variante mit Schoko, Kaffee und Pistazien gemacht. Richtig gut. Aber ich sage euch am Ende auch noch, mit was ihr das noch verfeinern könnt. Wir starten jetzt gleich mal mit den Zutaten und die stelle ich hier jetzt kurz vor. Für den Teig brauche ich 500 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 50 Gramm Butter, etwas Vanilleextrakt, 2 Teelöffel Backpulver und 4 Eier. Und dann brauche ich noch 200 Gramm gestiftete Mandeln, 200 Gramm ganze Mandeln oder Pistazien zum Beispiel und nach Belieben eine unbehandelte Zitrone, etwas Kakaopulver und 4 Esslöffel Flüssigkeit. Und zwar könnt ihr da jetzt nehmen Amaretto zum Beispiel, das schmeckt wirklich super gut in Cantuccini, etwas Kaffee, Likör, Rum oder irgendwas anderes oder auch nur Milch zum Beispiel. Jedenfalls könnt ihr mit der Flüssigkeit auch so ein bisschen den Geschmack bestimmen. So, jetzt werde ich aber zuerst mal den Grundteig zubereiten und dafür kommen jetzt die Zutaten einfach alle in die Küchenmaschine. Also Mehl, Zucker, das Salz, Vanilleextrakt natürlich ganz wichtig. Backpulver, die Eier und auch gleich die Butter. Die darf auch gern schon ein bisschen weich sein, muss sie aber nicht. Die verteilt sich gleich ganz gut. Und das wird jetzt alles schön verrührt. Und ich werde den Teig dann gleich halbieren und einmal eine helle Variante mit nur Mandeln machen und einmal eine dunkle Schoko-Kaffee-Variante. Ich werde den Teig jetzt halbieren, um euch zu zeigen, wie man die zwei verschiedenen Varianten machen kann. Aber falls ihr nur eine Variante macht, dann könnt ihr jetzt hier an der Stelle einfach normal weitermachen. So, jetzt ist der Teig natürlich noch nicht klebrig, weil ich noch keine Flüssigkeit drin habe. Jetzt einmal kurz halbieren. Eine Hälfte gebe ich wieder zurück, die andere in die andere Schüssel. Und jetzt mache ich hier erstmal die helle Variante und gebe jetzt 2 Esslöffel Flüssigkeit dazu. Da geht zum Beispiel auch ganz gut ein Mandelsirup. Dann etwas Zitronenschalenabrieb. Jetzt gebe ich ihr 100 Gramm gehackte Mandeln dazu, also gestiftete. Und auch die 100 Gramm ganzen Mandeln. Und verrührt das jetzt ganz kurz. Der erste Teig ist jetzt schon mal fertig. Und der darf jetzt auch so ein bisschen klebrig sein. Und da müsst ihr dann echt mal reinriechen, weil so wie sie jetzt riechen, so schmecken sie dann auch. Und hier riecht man jetzt ganz gut die Mandeln und auch die Zitronenschale raus. Gut, gell? Aber jetzt wird es gleich noch besser für den Murat nämlich. Er bekommt nämlich die Cantuccini mit Schoko, Kaffee und Pistazien. Und dafür muss ich jetzt erstmal einen Espresso hinten kurz rauslassen. Jetzt nehme ich den anderen Teig, also den neutralen Teig. Da kommen jetzt 2 Esslöffel Espresso rein. Der Rest ist für mich. Schmeckt übrigens gut mit Vanilleextrakt. Espresso und Vanilleextrakt. Hier kommen noch die Pistazien,
die gestifteten Mandeln und 2 Esslöffel Kakaopulver rein. Und dann habe ich meine zweite Variante. Und wenn ihr merkt, ihr benötigt wegen dem Kakaopulver noch ein bisschen mehr Espresso, dann einfach noch den Rest dazu. Jetzt bemehle ich meine Arbeitsfläche ganz gut und der Teig kann auch sofort weiterverarbeitet werden. Und arbeite jetzt erstmal mit der hellen Hälfte und teile den Teig jetzt in 6 Portionen ein. Und diese Teile werden jetzt zu langen Rollen geformt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass der Teig schön feucht ist, damit diese Rollen dann einfach nicht zerbrechen. So, die dürfen dann ungefähr 25 cm lang sein und kommen dann gleich schon auf ein vorbereitetes Backblech. Das mache ich jetzt hier vorne. Mehl ein bisschen abschütteln. Und jetzt mit genug Abstand aufs Blech legen, weil die Teile jetzt gleich noch ein bisschen auseinanderlaufen. Und das Backblech, was ich jetzt verwende, ist mein eigenes Backblech. Seht ihr hier, das Sally-Backblech. Das hat ganz viele kleine Löcher und zwar bewirkt es, dass man die Teige dann viel gleichmäßiger durchbacken kann. Und vor allem backt das Gebäck viel schneller und ihr könnt es hier außen auch an den Griffen verstellen. Das heißt, es passt in jeden Backofen rein. Die Cantuccini werden jetzt erst einmal im Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für 11 bis 13 Minuten vorgebacken. Und nach dem Vorbacken werde ich sie zurechtschneiden und dann nochmal nachbacken. Nach dem Vorbacken sehen die Cantuccini-Stangen jetzt so aus. Und jetzt könnt ihr sie noch warm in Scheiben schneiden, am besten diagonal, das sieht immer am besten aus, und etwa 1 cm breit. Und dann lege ich sie wieder aufs Blech, aber mit der Schnittkante nach oben. Und so können sie dann nochmal geröstet werden für etwa 9 bis 10 Minuten. Da schaut er einfach nach der Farbe und danach lasse ich sie abkühlen und dann darf der Murat gleich probieren. Die Cantuccini sind jetzt abgekühlt und ich habe sie in so kleinen Döschen drin. Und die halten auch wirklich sehr lange, eben dadurch, dass sie zweimal gebacken sind. So kann man sie haltbar machen. Und du darfst jetzt mal probieren. Genau. Die sind wirklich also super knusprig. Die halten wirklich, über Monate hinweg. Aber eigentlich halten sie nicht so lange, weil sie so schnell aufgefuttert werden. Genau.
Und ich mache normalerweise, also wenn ich die mal mache, mache ich gleich die Menge mit 2 oder 3 Kilo, weil es einfach super schnell geht und dann habe ich halt so eine riesen Schüssel und diese ganzen Keksdosen sind dann alle voll mit Cantuccini. Ja, jetzt probier doch mal. Okay. Ich weiß eigentlich schon nicht. Also man kann auch, um das Ganze noch ein bisschen weihnachtlicher zu machen. Dann mal das hier so zu zeigen. Ja. Man kann das, um es ein bisschen weihnachtlicher zu machen, auch Zimt reingeben, Sternanis, Kardamom, also ganz viele weihnachtliche tolle Gewürze. Oder auch gerne mal was Fruchtiges, wie zum Beispiel Cranberries mit reingeben. Ich glaube, Sternanis ist auch richtig lecker. Oh ja. Bitteschön. Also ich mag beide Varianten sehr gern. Ich finde, wenn man es so serviert, kannst du mir das zeigen, Tom? Das sieht richtig cool aus. Einfach so ein Espresso und Cantuccino. Einfach ein Cantuccino dazu. So lecker, gell? Einfach ich werde da jetzt ein paar verpacken und an meine Schwester schicken. Die findet die so lecker. Und weil sie sich den Namen Cantuccini nicht merken konnte, sagen die immer Berlusconi. Ach so, stimmt, ja, genau. Die Sally packt wieder ihre Berlusconis. So. Ja. Also ich finde auch Cantuccini super, wenn ihr zum Beispiel ein kleines Geschenk machen wollt, ein Mitbringsel, könnt ihr die backen, schön verpacken in so ein kleines Tütchen mit einer Schleife drumherum und schon habt ihr ein schönes Mitbringsel. Pistazien sind ja so extrem teuer. Kann man die ja irgendwie ersetzen durch irgendwas? Ja, du kannst ja Mandeln nehmen. Einfach günstiger. Nur Mandeln, ja. Oder auch mal Haselnüsse oder genau. So. Also Pinienkerne. Oh, aber schon echt lecker. Mhm, aber es ist auch lecker. Wirklich teuer. Ja. Isst du jetzt weiter, philosophier noch ein bisschen herum und okay, mecker über den Preis der Pistazien, für den ich nichts kann. Und wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, dann geht gerne auf sellys-blog.de, da steht es nochmal ganz genau. Und ich empfehle euch wirklich, dieses Rezept mal nachzumachen. Es ist wirklich super lecker, super einfach, mit wenigen Zutaten und schmeckt auch noch hervorragend. Ja. Und dieses Jahr gibt es übrigens Pistazien im Angebot beim Juwelier. Ja, genau. Du mit deinen Pistazien. Ups. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Echt lecker. Jetzt kriege ich auch einen.